Bitches, butches, dykes and divas. Bitches, butches, dykes and divas. Bitches, butches, dykes and divas. Sluts and facts. Say that I pay my dues for all. Die Frauenbewegung hat über 20 Jahre dafür gekämpft, für die sexuelle Selbstbestimmung. Und damals hießen die Sprüche, mein Bauch gehört mir, oder auch ich habe abgetrieben, oder mein Körper, mein Leben. Heute heißt es immer noch, meine Sexualität, meine Entscheidung. Wir wollen eine sexuelle Sozialisation, die Männer zu intelligenten und einfühlsamen Schwänzen hinführt. Wir wünschen uns eine Gesellschaft, in der Kommunikation über Sex Teil der Gesprächskultur ist. Und wir wünschen uns eine ernsthafte, erotische Kultur der Vielfalt. Yeah! Bitches, butches, dykes and divas. Bitches, butches, dykes and divas. Bitches, butches, dykes and divas. Sluts and facts, you know. Zu den hartnäckigsten Vergewaltigungsmythen zählt der Irrglaube, sexualisierte Gewalt, Übergriffe und Belästigung fänden lediglich im öffentlichen Raum statt. Betroffene und TäterInnen seien einander fremd, stünden in keiner persönlichen Beziehung zueinander. Feministinnen ist es unter anderem zu verdanken, dass diesem Mythos vor langer Zeit etwas entgegengesetzt wurde, nämlich die Realität. Bitches, butches, dykes and divas. Bitches, butches, dykes and divas. Bitches, butches, dykes and divas. Sluts and fags united. Schlampen und Schwuchteln vereinigen sich. Gleich vorneweg, ihr beleidigt uns nicht. Wir reden jetzt und ihr dürft lauschen. Nervt ihr uns, werden wir bös fauchen. Und euch dann fressen, mal gucken, mal sehen, ob euer Niveau noch drunter was geht. Warum bin ich hier? Ja, weil ich wichtig finde, Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass wir als Frauen so oft blöd angemacht werden. Wir müssen das immer einstecken und ich finde es wichtig, da mal kollektiv auf die Straße zu gehen und zu sagen, dass es so nicht geht. Ich bin eigentlich hier aus verschiedenen Gründen. Ich finde es total wichtig, endlich diese Scheiße zu beenden, dass Frauen und viele andere Menschen auch Angst haben müssen, abends auf der Straße zu laufen oder generell, weil sie beleidigt werden und irgendwie bedroht und sexuell Übergriffe passieren. Und weil ich auch das total scheiße finde, was es im Augenblick wieder für einen Aufschwung von den ganzen Vergewaltigungsmythen gibt. Ich bin hier, weil ich demonstrieren will dafür, dass sexualisierte Gewalt ein anderes Thema in der Gesellschaft ist. Nicht so ein Tabu, dass wir drüber reden und dagegen kämpfen. Ich bin hier, um ein Zeichen zu setzen, dass Frauen über ihren Körper selbstbestimmen sollen. Ist egal, was sie anhaben, es ist niemals die Einladung für irgendwelche Menschen. Es ist Dinge zu tun, die Frauen über den Stern. Andere Wörter auch mit F. Ich find sie schön, ihr nehmt sie nicht weg. Du fühlst dich jetzt ungerecht behandelt, dann hast du das nicht so recht verstanden. Zuschauen und mitspielen wollen sie. Man of Quality support Women's Equality. Und ich meine nicht den Quark, die Frau gleich dem Mann, sondern solidarische heilige Hure, verdammt. Schluss mit der guten und der schlechten Frau. Diese Trennung hat uns zu auf guten Sex versaut. Uns stigmatisiert, dumm angeguckt, uns angeprangert, uns angespuckt. Quatsch uns nicht voll, fasst uns nicht an. Wer weiß, was es soll, was will dieser Mann. Das heißt, was ist für euch die Aussage des Slutwalks? Das ist die Aussage, dass immer noch Frauen ungerechtfertigt Gewalt angetan wird, für die sie nicht verantwortlich sind. Ja. Vergewaltigung ist ein Verbrechen und keine Frau kann was dafür, egal was sie an welcher Lage, was sie anhat, wo sie tut, was sie arbeitet. Es geht darum, ja, dass ich selbstbestimmt sagen kann, wer mich wann, warum und ob anfasst. So. Und egal wer wie rumläuft, so, das entscheiden wir und nicht die Leute, die glauben, ah, die läuft so und so rum, deshalb kann ich sie anfassen. Es geht darum, dass ich sage, ich entscheide. Egal wie ich aussehe, egal was ich mache, egal was ich entscheide. Und es kann nicht irgendjemand kommen und sagen, so wie du rumläufst, darf ich dich anfassen. Meine Klamotte war je zu knapp und jetzt auf was da rum und mach plötzlich schlapp. Du nennst es Trieb, ja, ist schon klar, ich nenn es Gefahr, ich war nicht schon mal. Mein Herz, meine Kehle, schreien es raus, ich sag's nochmal erneut, repeat, gerne wieder, wir nehmen diese Scheiße nicht mehr in Kauf. Dykes and Divas. Mein Herz, meine Kehle, schreien es raus. Ich sag's nochmal erneut, repeat, gerne wieder. Wir nehmen diese Scheiße nicht mehr in Kauf. Bitches, butches, dykes and divas. Bitches, butches, dykes and divas. Bitches, butches, dykes and divas. Mein Atem ist kostbar, ich buh dich nicht auf. Ich hab das deiner Männlichkeit und spiegel den Scheiß, bis du endlich begreifst, dass du kein Recht hast, hier zuzuschreiben. Und es fällt schwer, jetzt ruhig zu bleiben. Zu viel Shit für zu viel.
meiner Schwäche. Ihr nennt uns schwach, ich kann drüber lächeln. In euren Augen hab ich eh nichts zu verlieren. Ich könnt euch einmal und an Tisch diskutieren. Wir haben ein Movement und ihr habt ne Muckis. Wir bringen euch bei, das langsamer Schluss. Ja, also die wichtigste Botschaft, die ich habe, ist Kommunikation, Kooperation, Kopulation. Früher hat man gesagt, die 3 Ks für Frauen sind Kinder, Küche, Kirche. Und für moderne Frauen ist es, die 3 Ks ist Kommunikation, Kooperation. Die zentrale Aussage ist, dass Sex großartig ist und auf Konsens aller Beteiligten basiert. Die Aussage ist, dass eigentlich alle Menschen an konsensuellem, einvernehmlichen Sex Interesse haben sollten, dass Vergewaltigung weder Sex ist noch ein Kompliment und dass es vor allen Dingen tatsächlich dazu einladen kann, Leute mit ins Boot zu holen für feministische Kämpfe. Dykes and Divas. Bitches, Butches, Dykes and Divas. Ihr schränkt uns nicht ein, nein. 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 Wir schenken euch ein, nein. Ihr schränkt uns nicht ein, nein. Wir schenken euch ein, nein. Ihr schränkt uns nicht ein, nein. Wir schenken euch ein, nein. Ihr schränkt uns nicht ein, nein. Wir schenken euch ein, nein. Du willst es doch auch nicht. Stop the riot, not the slut. Don't tell women what to wear, tell men not to rape. Alle Schlampen außer Mutti. Irgendwelchen Teil von Nein hast du nicht verstanden. Zurückgefette Bessermacher kriegen auf die Fresse.